Hallo und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Der Hersteller Ecovex hat seine Mähroboter-Sparte um neue Modelle erweitert. Und eins davon möchte ich hier etwas genauer vorstellen, den GOAT G1 2000. Gleich nach dem Intro alle Infos zum Gerät und dann wird der Roboter zusammen mit euch eingerichtet und in der Praxis ausprobiert. Viel Spaß beim Zuschauen! Nachdem nun dieses Frühjahr die neuen Modelle vorgestellt worden sind, bietet Ecovex nun insgesamt 4 unterschiedliche Mähroboter an. Zum einen der G1, der letztes Jahr vorgestellt worden ist, für Rasenflächen bis 1600 Quadratmeter. Hier ist dazugekommen der GOAT G1 800 für Rasenflächen bis 800 Quadratmeter. Sowie das Modell, das ich hier vorstellen werde, der GOAT G1 2000 für Rasenflächen, na? Bis 2000 Quadratmeter. Bis auf die breiteren Reifen, die jetzt mehr Grip haben sollen, sind die neu vorgestellten Modelle dem G1 aus dem letzten Jahr von der Bauart und dem Funktionsumfang gleich. Unterscheiden sich jedoch, wie der Produktname schon sagt, in der Batteriegröße und der maximalen Rasenfläche in Quadratmetern, die gemäht werden kann. Wer jetzt aufgepasst hat, das waren doch nur 3 Modelle, die ich gerade insgesamt aufgezählt habe, sollen doch 4 sein. Für schlichte Gärten hat Ecovex zusätzlich noch den GOAT GX 600 vorgestellt. Die Bezeichnung 600 wieder für die maximale Batteriegröße und die Rasenfläche in Quadratmetern, für die das Gerät ausgelegt ist. Der GX hat im Vergleich zu den G1 Modellen weniger Sensorik an Bord, die Weitwinkelkamera zum Beispiel fehlt, sowie die Funkantenne. Die anderen Geräte, ihr werdet es gleich sehen, benötigen Beacons, die im Garten aufgestellt werden müssen. Diese Beacons, sagen wir mal Funkantennen, erstellen im Garten ein Netzwerk. Mithilfe des Netzwerks kann sich dann der Roboter noch besser im Garten zurechtfinden. Deswegen das GX-Modell, die preiswertere Version ohne Funkantennen, wirklich für quadratische, schlichte Gärten ohne viele Winkel und Hindernisse. Aber fokussieren wir uns mal auf den GOAT G1 2000, den ich hier gerne vorstellen möchte. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Lieferumfang. Im Vergleich zu den anderen kleineren G1 Modellen ist der G2000 das einzige Modell, welches direkt schon mit einer Mähroboter-Garage geliefert wird. Bitte nicht falsch verstehen, der Roboter ist wetterfest, aber eine Garage bietet nochmal zusätzlichen Schutz vor UV-Einstrahlung und dann doch starkem Regen. Ich würde mal sagen, springen wir mal zum Unboxing und der Installation der Geräte. Hier jetzt auf dem Rasen der komplette Verpackungsinhalt der Garage Pro verteilt. Zum einen hier in der Verpackung Schräubchen, um die Garage zusammenzubauen, sowie 2 weitere Beacons. Das sind doch schon Mods-Dinger, die Teile, ne? Da die Beacons batteriebetrieben sind, die wichtigste Frage, liegen denn schon Batterien bei? Jawohl. Sind solche Oschis. Wäre natürlich cool, wenn es irgendeine Solarlösung gibt oder wieder aufladbare Akkus, damit man nicht jedes Mal, wenn die Batterien leer sind, neue kaufen muss. Da entstehen ja bei mir schon fast Oldschool-Vibes. Wenn man früher auf Klassenfahrt mit dem Ghetto-Blaster unterwegs war, sind LR20 Batterien. 6 Stück insgesamt, also kommen pro Beacon 3 dieser Klopper rein. Des Weiteren eine Konstruktion aus pulverbeschichtetem Metall. Das Ganze ist ein Anthrazit, schon fast eher schwarzfarben. Hier dann das Gerüst und die Kunststoffelemente für die Verkleidung. Die Seitenteile sowie das Dach nehme ich mal an. Ich baue das mal schnell im Zeitraffer zusammen und dann zeige ich euch die Garage nochmal im zusammengebauten Zustand. Bis jetzt wie folgt aus. Die Seitenpaneele werden gleich montiert, nachdem die Ladestation in der Garage montiert worden ist.
So, das kommt erstmal hier zur Garage dazu. Huhu, da ist das gute Stück. Ist schon ein Oschi, ha? Und der Unterteil der Ladestation. Ich habe gerade erstmal nur das Unboxing aufgenommen und hier sieht schon aus wie auf einem Schlachtfeld. Verpackungsmaterial und natürlich ist jetzt nochmal einiges an Zubehör dazugekommen. Dem Roboter liegen nochmal zwei Beacons bei, die Funkantennen, damit das Gerät hier durch den Garten navigieren kann. Sieht schon sehr stylisch aus in der silbernen Farbe. Und dann haben wir die Ladestation selbst. Ich sehe hier sogar Reinigungsbürsten, die dann tatsächlich die Sensorik vom Roboter wahrscheinlich reinigen, damit dieser dann mit sauberen Sensoren wieder rausfährt, um Objekte zu erkennen. Positionierungssticker. Für die Installation habe ich mir diesen Ort hier ausgesucht, da ich da auch eine Stromquelle in der Nähe habe und links und rechts vom Roboter selbst und dem Häuschen der Garage sonst nichts ist, bis auf die Rasenfläche, die dann hier gemäht werden muss. Aber jetzt erstmal zu Ende aufbauen und dann im nächsten Schritt natürlich schon mal den Akku des Roboters aufladen. So sieht das fertige Ergebnis aus, nur noch Stromstecker angeschlossen, eingestöpselt, Roboter zum Laden gestellt und dann können wir mit der Kartierung beginnen. Solange der Goat am Laden ist, mache ich jetzt schon mal die Beacons startklar. Da kommen jetzt die Batterien rein, diese werden zusammengeschraubt. Eine kleine Anregung, die Teile vielleicht auch gerne mal in grün anbieten. Bin gespannt, wie lange die Batterien halten werden. Im nächsten Schritt die Ecovex Home App installieren. Da ich Ecovex Saug- und Wischroboter nutze, habe ich diese natürlich schon auf dem Telefon. Das heißt, wir starten die Ecovex App und fügen nun den Roboter hinzu. Dazu einmal aus der Station gefahren. So, wir brauchen den QR-Code, der sich hier unter dem Deckel befindet. Ah, hier gibt es auch schon eine Spracheinrichtung, wie ich sehe. Das heißt, wir gehen mal auf Deutsch. Okay. Für den Fall, dass das Gerät mal vom Grundstück geklaut wird, müssen wir jetzt einen PIN-Code festlegen. Das mache ich jetzt mal schnell, ohne die Kamera natürlich. Und jetzt steht App benutzen, um zu kartieren. Übrigens über diesen Drehregler hier, ihr hört es vielleicht unterm Gerät klacken, wird die Schnitthöhe festgelegt. Von 3 bis 6 cm einstellbar. Mal gucken, 3,5. Der Gute soll hier ja gleich noch ein bisschen arbeiten, ne? Wir öffnen die App, gehen auf QR-Code scannen. Zack. Ich habe den Roboter eingeschaltet. Weiter. Sprache haben wir auch schon eingestellt. Weiter. Gerät gefunden, Gerät verbunden, ins Heimnetzwerk integriert. Bitte darauf achten, dass ihr natürlich auch im Garten ein Wi-Fi-Signal habt. Falls es nicht der Fall ist, könnte man mit Mesh arbeiten. Das heißt, dann das Wi-Fi-Signal aus dem Haus in den Garten leiten, weiterleiten. So, weiter geht's. Firmware-Update wird heruntergeladen, wie schon gedacht, und gleich installiert. Die Klappe hier kann erstmal zugemacht werden. Sprache. Deutsch. Beide Beacons müssen erst in der Nähe von der Station und dem Roboter über den QR-Code in die Ecovex App integriert werden. Und erst dann bringt man diese an ihren finalen Platz. Also nicht vorher installieren und dann scannen. Das muss man diese wieder rausschrauben und dann wieder installieren, nachdem alles hinzugefügt worden ist. Okay,
Im dritten von den vier Installationsschritten, die wir machen müssen, um die Beacons in Betrieb zu nehmen, kriegen wir angezeigt, wie wir die Beacons positionieren können, je nachdem, wie das Haus und der Garten zueinander stehen. Ein einzelner Garten, L-förmiger Garten, U-förmiger Garten ums Haus herum oder ein O-förmiger Garten, bei dem das Haus genau in der Mitte vom Rasen steht. Wir haben hier einen einzelnen Rasen, das heißt, ich werde einen Beacon hier vorne positionieren und den anderen gegenüber. Ob die Antenne hier so bleiben wird, so sehr präsent, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich nicht, aber jetzt fürs Video erstmal hier installiert. Und den zweiten, wie gesagt, einmal gegenüber. Jeder Beacon deckt einen Bereich von etwa 45 Metern ab, in jede Richtung. Also bei der Gartengröße sollte das gar kein Problem sein, selbst wenn der Roboter auch mal hier hinten rausfährt. Aber das werde ich, wenn es sein muss, dann nochmal optimieren. Laut App ist der Funkempfang erstmal gut. Wir starten die Kartierung. Signal von Navigationssender wird erkannt. Bitte warten. Wird erkannt. Bitte warten. Erkennung abgeschlossen. Es wird alles nochmal gecheckt. Okay, jetzt müsste der Roboter theoretisch von alleine der virtuellen Begrenzung starten. Aus der Station fahren. Das macht er auch. Und wie man es auch schon von anderen Geräten her kennt, müssen wir den Goat jetzt mit Hilfe der Ecovex App und dem Smartphone einmal über die Rasenfläche steuern, besser gesagt an den Rändern entlang, um eine geschlossene Fläche zu erzeugen, damit der Roboter dann weiß, wo genau gemäht werden soll. Hier nochmal ein paar Hinweise, um die Kartierung erfolgreich abzustellen. Wir können natürlich nicht über Ränder fahren, das macht die Klingen kaputt. Das heißt, wir werden immer einen kleinen Rand nach dem Mähen haben. Diesen müsste man dann zum Beispiel mit einem Trimmer nochmal händisch nachschneiden. Um genau zu sein, ein Mindestabstand von 10 cm. Okay, das passt alles, gelernt. Und hier unten jetzt der kleine Joystick, um das Gerät zu steuern. Ich zeige es mal kurz einmal zurück. Der Roboter reagiert sofort. Nach links gesteuert. An der Station vorbei. Nicht in die Blumen rein. Hat ein bisschen was von Spiel und Spaß das Ganze. Ich denke mal, das sind um die 10 cm. Fahren jetzt eine gerade Linie. Nicht zu nah an die Pflanzen. Okay, hier erstmal Stopp, losgelassen den Finger und nach links gesteuert. Ja, ein bisschen näher können wir hier schon ranfahren, denke ich. Eben hat es noch geregnet, jetzt scheint wieder die Sonne. Hier natürlich die Kante, schön aufpassen, dass das Gerät nicht runterfällt. Rübergedreht. Ja, könnte vielleicht ein bisschen zu knapp sein, aber schauen wir mal, wie das Ganze gleich funktioniert. Und genau diesen Vorgang mache ich jetzt einmal komplett am Rand entlang, bis wir uns wieder da an der Station treffen und die Fläche so gesehen abschließen. Das Navigieren hier funktioniert schon mal ganz gut. Das Gerät neigt nicht zum Übersteuern beim Steuern. Hatte hier schon Roboter, die man ähnlich einrichtet, die zu feinfühlig auf das Kommando im Smartphone reagiert haben. Und dann war das Ergebnis natürlich auch nicht so schön beim Kartieren. So, einmal hier nach rechts gefahren. Mal schauen, ob ich... Auf Aufladen. Okay.
Die Station wurde vom Roboter erkannt. Wir müssen jetzt ein bisschen näher ranfahren. Sind jetzt schon in dem Bereich, in dem wir die Fläche abschließen können. Zurück zur Ladestation. Ist es jetzt das Abschließen oder habe ich was falsch gemacht? Mal gucken, ob die Karte, die ich gerade erstellt habe, übernommen wird. Der positioniert sich nochmal. Und fährt jetzt von alleine in die Station. Ladevorgang gestartet. Die Karte wurde nun erfolgreich angelegt. Der Roboter muss diese nun nur noch lernen. Das heißt, einmal auf Karte lernen gehen. Dann fährt das System einmal hier lang und vertraut sich mit dem Grundstück und der Rasenfläche, die gemäht werden muss. Starten! Gibt aber Gas auf einmal, ne? So macht sich das System jetzt einmal hier mit dem Grundstück vertraut. Das Ganze wird parallel in der App markiert. Die Quadratmeter werden gezählt, die das System abfahren muss. Lassen wir den mal weiter checken. Ich würde mal sagen, als nächstes sehen wir den Goat dann bei der Arbeit beim Rasenmähen selbst. Bevor es gleich an das erste Mal Rasenmähen geht, ein paar technische Besonderheiten des Goat G1 2000. Der Roboter ist genauso wie die Garage nach IPX6 Standard wetterfest. Das heißt, Regen oder auch mal eine Dusche mit dem Gartenschlauch bei der Reinigung des Roboters macht dem System nichts aus. Wie schon gesagt, die Antenne im Heck baut eine Funkverbindung zu den Beacons auf, damit der Roboter sich noch genauer im Garten zurechtfinden kann. Damit Hindernisse zuverlässig erkannt und gemieden werden, kommt die Ivy 3D-Technologie zum Einsatz. Eine 150 Grad Weitwinkelkamera sowie ein TOF-Sensor. Ich werde gleich mal in der Praxis vorführen, wie zuverlässig diese Hinderniserkennung und Vermeidung beim Goat G1 2000 funktioniert. Wer möchte, kann auch gerne über die 360 Grad Weitwinkelkamera von der EcoVex App, wenn man unterwegs ist zum Beispiel, auf den Roboter zugreifen und sehen, was im eigenen Garten passiert. Die neuen Antriebsräder im Heck des Roboters, 22 cm groß, und deren Hilfe soll der G1 Steigung bis zu 24 Grad meistern können. Ich habe leider bei mir im Garten keine Steigung, um das auszuprobieren. Noch nicht. Wenn ich dann irgendwann umgezogen bin, der neue Garten wird eine gar nicht mal so kleine Steigung haben, und dann werde ich bei allen zukünftigen Mähroboter-Vorstellungen die Geräte alle da hochjagen, um zu sehen, ob diese tatsächlich solch eine Steigung bewältigen können. Die Arbeitslautstärke beim Mähen wird vom Hersteller mit 59 Dezibel angegeben, also gar nicht mal so laut. Und genau so habe ich es auch empfunden. Man hat eher den Antrieb des Roboters gehört als die Mäheinheit beim Mähen. Ich würde mal sagen, wir wechseln zum Praxistest, dann könnt ihr nochmal selbst hinschauen und auch mal hinhören. Nachdem die Karte geprüft worden ist, kehrt der Roboter wieder zurück zur Station und wir bekommen nun die komplette Fläche hier unten angezeigt, sowie weitere Optionen. Wir können jetzt natürlich einen Mähvorgang manuell starten, sowie einen Zeitplan festlegen. Uhrzeiten, Tage, an denen der Goat von alleine rausfährt und den Rasen trimmt. Des Weiteren haben wir jetzt die Möglichkeit, auch die Karte zu bearbeiten, wenn nötig nochmal neu anzulegen, um vielleicht noch einen weiteren Bereich hinzuzufügen, vielleicht eine zweite Zone. Das habe ich jetzt hier mal nicht gemacht, aber da hinten beim Piratenschiff zum Beispiel wäre noch ein Rasenstück einmal rübergefahren über den Weg, dort auch den Kreis geschlossen, wieder zurückgekommen und mit aufgenommen. Dann gibt es Zufahrtsverbotszonen, die man hier festlegen kann. Dort wird dann nicht gemäht. Oder man zieht ganz klassisch hier so einen Kasten um ein Hindernis, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schaukel stehen würde oder sonstiges. Es gibt noch viele weitere Einstellungen, die man hier machen kann, die ich jetzt aber nicht alle durchgehen möchte. Ich möchte jetzt vielmehr einfach mal einen Mähvorgang starten und schauen, wie gut die Hinderniserkennung ist. Ein paar Objekte hier auf der Rasenfläche verteilen und schauen, was passiert. Jetzt einfach mal auf Start. Kamera wird gereinigt. Automatisches Mähen beginnt in Kürze.
Okay, die Station reinigt jetzt die Kamera. Und los geht's. Messerscheibe läuft. Okay, der mäht schon. Man hört ja eher den Antrieb als die Messerscheibe. Also super leise das Teil. Jetzt müsste das System den Garten einmal in konstanten Bahnen durchfahren, damit wir natürlich nachher noch ein schönes Mähmuster haben auf dem Rasen. Also nicht kreuz und quer, sondern gerade Bahnen, ihr könnt es ja schon erkennen, die hier jetzt einfach gezogen werden. Naja, soll er mal machen, ich hole mal was, um ein bisschen zu schauen, wie gut die Sensorik funktioniert. Ich stelle es mal hier vorne hin. Gehe jetzt selbst weg. Gut erkannt. Das Mähwerk ist ja flüsterleise. Man hört gar nichts davon. Da war das System von EcoFlow zum Beispiel viel, viel lauter. Okay, Gießkanne erkannt. Die KI des Roboters soll natürlich nicht nur irgendwelche Gartenwerkzeuge, Kinderspielzeuge, vor allem auch Menschen, Kinderfüße und auch Kleintiere erkennen. Der kleine Ball wurde erkannt, das Gerät dreht um. Den Hinderniserkennungs- und Meidungstest hat der Goat G1 2000 erstmal bestanden. Man muss natürlich auf Langzeit sehen, wie das Ganze funktioniert, wenn ich mal hier einen Gartenschlauch vergesse, liegen lasse, was dann passiert. Ich kann euch gerne dann in Zukunft mal berichten. Ansonsten, das Schnittbild gefällt mir gut. Links war das Gerät schon unterwegs, ich denke, das sieht man. Rechts noch nicht. Im Grunde kann man jetzt die Füße hochlegen. Gut, ich werde gleich für euch dieses Video schneiden, aber das mit dem Rasen übernimmt jetzt das Gerät für mich. Das heißt, die Zeit, die ich hier rein investieren müsste, habe ich jetzt für andere Sachen. Eben einfach Sonnenschein gehabt, jetzt regnet es wieder in Strömen. Ich wollte euch aber trotzdem mal zeigen, dass hier an der Stelle mit den Ecken und Kanten der Goat auch keine Probleme hat. Trotz Regentropfen auf den Sensoren wird die Kante hier erkannt und gemieden. Gut, wir hatten ja auch vorher schon eine Grenze beim Kartieren vordefiniert. So, meine Freunde, das war jetzt die Vorstellung, auch die Einrichtung und ein kurzer Praxistest des neuen EcoVex Goat G1 2000. Im Grunde, im Vergleich zum Vorgänger, hat sich nicht viel getan. Man kann jetzt größere Rasenflächen damit mähen. Der Roboter hat jetzt mehr Grip, es wurde an der Firmware gefeilt und das System wird jetzt zusammen mit der Garage Pro geliefert, also der Mähroboter Garage. Mit insgesamt 4 Beacons und das zu einem Kaufpreis von derzeit 1.999 Euro. Wer sich für das Gerät interessiert, habe ich unten in der Videobeschreibung wie gewohnt verlinkt. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Natürlich auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und eine gute Nachricht an die Drohnenfreunde unter euch. Diesen Monat wird noch eine neue Drohne vorgestellt, die ich hier natürlich auch vorstellen werde. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.